Geht's dir wie mir? Geht dir diese permanente nervige Werbung über Midi-Packs, die ich mittlerweile vor fast jedem YouTube-Video sehe, das ich schauen will, tierisch auf die Nerven? Lass uns drüber reden. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Falls du jetzt denkst, in diesem Video geht es um MIDI-Pack-Bashing, dann bist du schief gewickelt, denn ich verwende selber manchmal MIDI-Chord-Packs. Aber was sind solche Packs jetzt eigentlich? Ein MIDI-Pack ist meist eine Library aus vorgefertigten Chord-Progressions, also Akkordabfolgen oder auch Melodien, die du per Drag and Drop in deine DAW ziehen kannst. Oft haben diese Libraries auch komplette Producer-Kits, also komplette Songteile oder Songparts, die gut zusammenpassen. Das klingt dann zum Beispiel so. Welche Vorteile können solche MIDI-Packs jetzt haben? MIDI-Packs sind zum Beispiel super als Übungsmaterial geeignet, wenn du einen Song in einem Genre schreibst, in dem du dich noch nicht so gut auskennst. Das bedeutet zum Beispiel, du machst normalerweise Rockmusik, möchtest aber was im Thema Disco-Pop machen. Dann kannst du dir hier Chord-Progressions besorgen. Du kannst nachschauen, was für Chord-Progressions benutzen die, wie arbeiten die. Die zweite Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn dich der Songwriters Block ereilt. Das heißt, du hast einen Song fertig, du hast fast alle Songparts fertig, aber irgendwie hast du das Gefühl, dir fehlt noch ein Höhepunkt, dir fehlt noch eine Bridge zum Beispiel. Dann mache ich es oft so, da schaue ich in solche MIDI-Packs oder Producer-Kits rein und schaue nach so einem MIDI-Pack im gleichen Genre, nach solchen Chord-Progressions und schaue, welche Ideen haben die da zum Beispiel für Bridge-Teile und nicht selten dient mir dabei so ein MIDI-Pack auch als Inspiration. Allerdings glaube ich, dass die meisten Leute, die solche MIDI-Packs benutzen, sie nicht zur Inspiration oder zu Übungszwecken benutzen, aber dazu kommen wir gleich. Zuerst möchte ich mal darauf eingehen, wie diese MIDI-Packs vermarktet werden, denn hier beginnt das eigentliche Problem. Ich habe es vorhin im Intro schon erwähnt, sobald der YouTube-Algorithmus herausgefunden hat, dass du dich für Musikproduktion interessierst, bist du fällig. Ab jetzt wird dir vor jedem Video, das du anschauen möchtest, entweder von einer Firma oder von irgendeinem nervigen Einzelprotagonisten die Werbung für ihre MIDI-Packs eingeblendet, die sie dir andrehen wollen. Und was mich dabei am meisten neben dieser überhypten und hysterischen Ansprache stört, ist das Versprechen, das sie dir dabei geben wollen. Grob verkürzt erklären sie dir in diesen Clips, dass jedes kleine Würstchen, das daheim sitzt, ein Instrument höchstens mal aus der Ferne gesehen hat, innerhalb kürzester Zeit zum Top-Producer werden kann. Sie erklären dir, dass ihre Pro-Chord-Progressions der geheime Schlüssel zu professionellen Musikproduktionen sind. Mal nebenbei gefragt, was ist eigentlich eine Pro-Chord-Progression? Gibt es auch Amateur-Akkordabfolgen? Sie erklären dir, dass ihre MIDI-Melodien der fehlende Link für deinen ersten Hit ist. Damit sagen sie dir praktisch, wenn du ihre MIDI-Packs nicht kaufst, wirst du keine Hits schreiben. Und ich finde, ab hier sind das auch richtig miese Marketingstrategien, denn die Hersteller wissen genau, dass ihre Versprechungen die Erwartungen niemals erfüllen werden können. Umso unfairer wird das Ganze, wenn man davon ausgeht, dass die Zielgruppe dieser Werbeclips wahrscheinlich eher noch jüngere, unerfahrene Leute sind, die noch große Träume haben, vielleicht ein guter Musikproduzent zu werden. Aber damit nicht genug. Diese Videos werden ja auch in gut orchestrierten Werbekampagnen von größeren YouTubern, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, massiv beworben. Jeden Tag ein anderer großer YouTuber, der dir erzählt, du brauchst unbedingt dieses MIDI Melody Pack, du brauchst unbedingt dieses MIDI Chord Pack. Und dazu möchte ich dir jetzt noch eine kurze Warnung aussprechen. Mein YouTube-Kanal ist ja nicht so wahnsinnig groß, aber trotzdem bekomme auch ich wöchentlich Anfragen von Firmen, die mich fragen, ob ich ihr Produkt unter bestimmten Umständen in die Kamera halten und ein nettes YouTube-Video darüber drehen könnte. Manche Leute behaupten sogar, dass die YouTuber, die bei solchen Werbekampagnen mitmachen, vorab ein sattes Taschengeld bekommen. Aber Fakt ist jedenfalls, dass sie an Affiliate-Links satt mitverdienen. Also wenn sie sagen, du kannst dieses Produkt kaufen, indem du unten auf den Link klickst, damit hilfst du mir ein bisschen, damit hilfst du meinem Kanal ein bisschen. Spätestens hier solltest du dir die ehrliche Frage stellen. Diese großen YouTuber, meinst du wirklich, dass die in deinem Interesse handeln, wenn sie diese Produkte bewerben? Meinst du wirklich, dass es ihnen wichtig ist, dass du bessere Musikproduktion machst? Okay, reden wir jetzt mal darüber, wie solche MIDI-Packs hauptsächlich eingesetzt werden. Ich habe ja anfangs bereits erwähnt, sie sind sehr gut zu Übungszwecken und zur Inspiration. Aber ich denke, dass die meisten Producer diese MIDI-Packs als Drag-and-Drop-Option sehen und nicht mehr. Du ziehst also eine Chord-Progression in deine DAW. Lädst den Sound eines teuren Synthesizers drauf.
lädst einen Beat runter, der natürlich auch nicht von dir ist, und bumm, du klingst Pro. Kleine Side Note hier. Ich habe tatsächlich mal ein Interview gesehen auf einem anderen YouTube-Kanal. Ich glaube, der heißt Producer Network. Die interviewen öfter mal so größere Hip-Hop-Produzenten, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Und dieser Produzent, der war, glaube ich, gar nicht so unbekannt, aus meiner Heimatstadt, glaube ich sogar, aus Stuttgart, hat gesagt, er produziert gerne Hip-Hop, er findet das toll, ihm macht das total Spaß, er ist gern Musikproduzent, aber er bereut, dass er niemals ein Instrument gelernt hat und dass er keine Ahnung von Musiktheorie hat. Und da habe ich mir auch gedacht, hä, du produzierst Songs, die teilweise im Radio laufen, aber du kannst nicht mal ein Instrument spielen, du hast keine Ahnung, was ein Dur- und ein Moll-Akkord ist, du hast noch nie was darüber gehört. Ich meine, du bist Musikproduzent, oder? Das ist doch wie ein Maurer, der kein Mörtel anrühren kann. Das ist doch wie ein Schreiner, der eine Buche nicht von einer Fichte unterscheiden kann. Aber gut, vielleicht habe ich einfach auch nur ein bisschen verstaubte Ansichten über das Musikerdasein, über das Künstlerdasein oder Producerdasein. Ich glaube allerdings schon, dass die meisten Musikproduzenten, die Großen in der Branche, auf jeden Fall mindestens ein Instrument spielen und sehr wohl Ahnung von Musiktheorie haben. Noch rationaler wird es allerdings, wenn wir über Melodien sprechen. Es gibt ja auch MIDI-Packs, die Melodien haben. Royalty-free, du darfst sie in jedem deiner Songs benutzen. Also nehmen wir mal an, du schreibst einen Song mit so einer Melodie und auch mit einer Chord-Progression aus so einem MIDI-Pack und tatsächlich wird dieser Song ein Hit. Er wird im Radio gespielt, er kommt tonnenweise Streams auf Spotify und anderen Plattformen. Und du bist glücklich, du denkst, du bist jetzt ein großer Produzent, du hast es geschafft, die Leute klopfen dir auf die Schulter, dein Song läuft im Radio. Aber dann auf einmal, ein paar Wochen später, wird festgestellt oder kommt irgendein findiger YouTuber drauf, dass es noch 50 oder 60 oder noch mehr Songs gibt, die genau die gleiche Melodie benutzt haben. Mal abgesehen davon, dass ich da gar keine Ahnung mehr habe, wie das überhaupt mit dem Copyright funktionieren soll, weiß ab diesem Moment jeder, dass irgendein genialer Ghostwriter deinen Song geschrieben hat, aber nicht du selber. In Wirklichkeit hast du nur Loops und Akkordabfolgen benutzt, die andere vorher eingespielt haben. In Wirklichkeit bist du nur ein Blender, der von Musikproduktion und von Songwriting überhaupt keine Ahnung hat. Ich meine, wie peinlich ist das denn? Gut, das ist vielleicht auch einfach der Lauf der Dinge. Es gibt ja heutzutage genügend Politiker, die ihre Doktorarbeiten abschreiben. Es gibt berühmte Menschen, die ihre Bücher nicht selber schreiben und ihre Lebensläufe aufmotzen. Heutzutage ist es, glaube ich, so ein bisschen in Mode gekommen, dass man, wenn man ganz nach oben will, den Weg des geringsten Widerstandes und den bequemsten Weg vor allem sucht. Aber mal zurück zum Songwriting, zum Producing. Fühlt sich das wirklich gut an, wenn du vorgibst, dass du dein Herzblut, viele Stunden Arbeit und deine ganze Kreativität in einen Song gesteckt hast und dabei warst du es gar nicht. Dabei hast du einfach nur was kopiert, was jemand anders vorher schon mal gemacht hat. Reden wir also jetzt darüber, wie du es besser machen könntest. Meiner Meinung nach ist einen Song zu schreiben oder zu produzieren wirklich ein höchst kreatives Projekt, bei dem du dich selbst wiederfindest und auch widerspiegeln kannst. Du schreibst einen Text über etwas, das dich gerade bewegt und eine Melodie dazu, die dazu passt, die widerspiegelt, was du gerade fühlst, ob du glücklich bist oder traurig oder wütend. Und im besten Fall gelingt dir das so gut, dass du auch andere Leute mitreißen kannst, dass auch sie sich wieder in diesem Song, in deinem Song erkennen. Und das ist doch eigentlich das Schönste am Songschreiben und übrigens auch der ureigenste Sinn von Songschreiben. Gefühle transportieren. Aber um einen guten Song zu schreiben, musst du ein Instrument spielen oder du musst zumindest gute Melodien im Kopf haben, die du jemandem vorspielen kannst. Ich kenne übrigens einige Songwriter, die kein Instrument spielen können, aber sie haben viele gute Melodien im Kopf, sie können Hooklines entwickeln und die können sie dann vorsingen. Auch das ist Songwriting. Ich selbst habe damals noch 2 Instrumente gelernt. Das braucht viel Zeit und ich habe Musiktheorie büffeln müssen in der Schule. Und ja, das ist manchmal trocken. Es macht nicht immer Spaß und es kann auch wirklich zäh sein. Aber das ist nun mal das Handwerkszeug, um zu lernen, wie man gute Melodien schreibt und um zu lernen, wie Akkorde miteinander zusammenhängen. Es geht eben nicht immer alles per Drag and Drop, auch wenn es dir die bunte Instagram-Welt so vorgaukeln möchte. Und ich weiß, dass nicht jeder ein Instrument spielen kann. Und ich weiß, dass nicht jeder das Glück hatte, irgendwie auf einer Schule zu sein, wo es Musikzüge gibt. Dennoch bedeutet das nicht, dass du das nicht lernen kannst. Ganz im Gegenteil. Es gibt wirklich eine wahnsinnige Fülle von Wissen da draußen, das nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Und wenn es nur die Musikschule um die Ecke ist. Du kannst zum Beispiel auch anfangen, dir mal ein PDF über Musikproduktion runterzuladen. Da gebe ich dir Tipps für Musikproduktion, genau für das. Welches Musikproduktionsprogramm passt am besten zu dir?
Wo findest du online gute Session-Musiker, die für deinen Song ihr Instrument einspielen? Oder wie kannst du bessere Songtexte schreiben? Wo findest du gute Reime? Kriegst du umsonst von mir. Unten im ersten Kommentar habe ich es angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, nicht auf solch schlau durchdachte Marketingkampagnen reinzufallen und zu glauben, die wären der Gamechanger für dich. Sind sie nicht. Ich möchte dich ermutigen, es dir nicht zu einfach zu machen, nicht zu bequem zu sein. Denn ein Instrument zu lernen oder an Melodien herumzutüfteln macht erstens unglaublich Spaß und zweitens ist es auch wahnsinnig wichtig, um deinen eigenen individuellen Stil zu entwickeln, um zu wissen, welche Art von Melodien gefallen dir eigentlich, welche Akkordabfolgen findest du gut. Deinen eigenen Stil wirst du nie finden, wenn du immer nur vorgefertigtes Zeug von anderen Leuten benutzt. Investiere also lieber in dich selber, als für die Songideen andere Songwriter zu bezahlen. Um mal ganz im Ernst, etwas zu kopieren oder nachzumachen, was irgendjemand anders vorher schon mal besser gemacht hat, fand ich schon immer ultra peinlich. Du auch? Dann schreib mir in die Kommentare, was du von dieser ganzen Sache hältst. Benutzt du MIDI-Packs? Benutzt du keine? Als was benutzt du sie als Inspiration und machst du tatsächlich nur Drag and Drop, weil das die moderne Musikproduktion von heute ist? Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, auch über die Negativen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Bis dann!